Zuerst aber zu Techno, House und Minimal. Was die DJs in den Clubs der ganzen Welt auflegen, hat Wurzeln, die Jahrzehnte zurückreichen. Und diese Wurzeln liegen vor allem in Deutschland. Kultur 21 über Elektropioniere von damals und heute. Rund um den Globus. Elektronische Musik dominiert seit zwei Jahrzehnten die Clubs. Techno-DJs sind die Stars dieser Musikkultur. Der deutsche DJ Hell ist einer von ihnen. Sein neues Album Teufelswerk ist ein Konzeptalbum. Es feiert die Höhepunkte deutscher elektronischer Musik der letzten 40 Jahre. Der Titel The Angst zum Beispiel ist inspiriert von den Anfängen dieser Klangwelten. Deutsche elektronische Musik hat mich, glaube ich, als Kind sehr beeinflusst. Und das habe ich jetzt mit dem Day-Album neu aufgegriffen, verarbeitet in meiner Definition und vielleicht so einen neuen, modernen Touch dazu gerechnet. Und so fing es an. Karl-Heinz Stockhausen, der bedeutendste deutsche Komponist der Nachkriegszeit, revolutionierte bereits in den 50er Jahren die elektroakustische Klangerzeugung. Seine Werke inspirierten unzählige Musiker weltweit. Darunter auch deutsche Gruppen wie Can. Anfang der 70er experimentierten Krautrock-Bands wie Tangerine Dream mit der damals neuartigen Synthesizer-Technik. Mitte der 70er Jahre veränderte der neue, konsequent elektronische Sound der Gruppe Kraftwerk die Musikwelt. Der maschinelle Rhythmus, die minimalen Beats und eine futuristische Ästhetik nahmen Elektropop, House und Techno vorweg. Ich denke, das beste Beispiel ist sicher Kraftwerk, wo am Anfang alle eigentlich immer davon sprachen, ja, das ist eine Art von Roboter, computergenerierte Musik. Wenn man heutzutage einen Kraftwerk-Song hört, begreift man das eigentlich erstmal als Musik wieder normal und merkt, wie stark sich doch die Hörgewohnheiten verändert haben. Wichtigste Keimzelle der Techno-Bewegung in Deutschland, Berlin. Kaum war die Mauer gefallen, wurde in leerstehenden Ruinen, Kellern und Bunkern im Osten der Stadt aufgelegt, experimentiert. Und alte Hörgewohnheiten wurden revolutioniert. Legendäre Clubs wie das E-Werk und der Tresor schrieben Musikgeschichte. 1989 wanderte Techno aus dem Untergrund auf die Straße. Die Love Parade, Symbol einer Bewegung, die ein ganzes Jahrzehnt prägte. Auf dem Höhepunkt 1999 hatte sich das Massenphänomen Techno überholt und wurde für tot erklärt. Ein Irrtum. Gerade Berlin hat als musikalisches Versuchslabor eine enorme Sogkraft behalten. Hier experimentiert die Avantgarde von heute, so wie die weltweit von der Szene gefeierten DJs Magda und Richie Horton aus Detroit. Ich finde, Berlin ist für experimentelle Sounds offener als andere Orte. Wenn ich hier in Clubs spiele, habe ich die Freiheit zu experimentieren. Berlin ist das Zentrum für Kunst, Technologie, Musik, Kultur und alles bereichert sich gegenseitig. Es gibt ja Leute, die Musiksoftware programmieren und gleich daneben Leute, die diese Software nutzen und neue Sounds erfinden. Es wird in Galerien aufgelegt. Es ist wirklich offen, entspannt und inspirierend. Einer dieser Sounddesigner, der Softwareentwickler und Multimedia-Künstler Robert Henke. Henke ist Teil des Minimal Electro-Projekts Mono Lake. Die Musiksoftware, die er mitentwickelt hat, wird von Produzenten auf der ganzen Welt verwendet. Henke ist ein Visionär. Wie schön wäre es, wenn ich jetzt dem Computer einfach sagen könnte, mach mehr. Mach diesen Klang nach dahinter, bring mir das näher, wenn ich das zum Beispiel mit einer Geste steuern könnte.
Dafür brauche ich Software, die erkennt, was diese Geste sein soll. Oder dass ich einen Klang mache, einen Klang körniger, indem ich mit einem Pinsel auf dem Bildschirm was Körniges male und das Ergebnis soll ein körniger Klang sein. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Noch ein Entdecker, Carsten Nicolai, eigentlich als erfolgreicher Künstler bekannt. Was viele nicht wissen, er ist auch ein gefeierter DJ von Berlin bis Tokio. Elektronische Klänge, immer wieder Teil seiner Kunst. Wenn man an neuen Ästhetiken arbeitet, an neuen Soundästhetiken, was für elektronische Musik ja immer noch, da ist immer noch ein gigantisches Spektrum an Möglichkeiten vor uns, was man mit diesem Sound machen kann, dann sind eigentlich solche experimentellen Arbeiten wie jetzt Rota im Hintergrund für mich extrem wichtig, weil ich aus diesen Arbeiten zum Beispiel sehr, sehr viel wieder ziehen kann für andere Arbeiten, die ich eher musikalisch umsetze. Und damit geben die deutschen Elektropioniere von heute immer noch wichtige Impulse, weltweit.